Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Online-Lektion zur elementaren diskreten Mathematik. In dieser Lektion geht es um Mengen, Aussagen und Aussagenlogik sowie verschiedene Beweisverfahren. Weil das ein eher abstraktes Thema darstellt, beginne ich mit einer kurzen Motivation, einem noch eher intuitiv gehaltenen Blick darauf, was wir eigentlich tun, wenn wir sagen, dass wir etwas direkt oder indirekt beweisen. Danach ist die Lektion wieder in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil geht es um die absoluten Grundlagen, Mengen, Aussagen und Aussageformen. Viele Aussagen in der Mathematik Existenzaussagen oder allgemeingültige Aussagen sind. Geht es außerdem noch um Quantoren. Das sind spezielle Zeichen für es gibt und für alle. Für das Beweisen ist es häufig erforderlich, mit Aussagen und Mengen in einem übertragenen Sinne auch rechnen bzw. operieren zu können. Das schauen wir uns im zweiten Teil an, wo es um Aussagenlogik, Mengenalgebra und Beweise gehen wird. Der dritte und letzte Teil unserer Lektion ist schließlich einem für die diskrete Mathematik besonders bedeutsamen Beweisverfahren gewidmet, dem Beweis durch vollständige Induktion, dessen Logik etwas herausfordernd ist. Das auch praktisch vor allem dann Mühe macht, wenn die eigenen algebraischen Fähigkeiten etwas eingerostet sind. Die ganzen praktischen Tipps zur Induktion werden wir dann eher in unserer gemeinsamen Übungssitzung anschauen. Kann man nur bedingt in so einem kurzen Erklärvideo abhandeln. Ich beginne mit einem intuitiven Rückblick auf Vorerfahrungen, die Sie entweder schon in dieser oder einer anderen Mathematikvorlesung oder, man soll das ja gar nicht ganz ausschließen, vielleicht sogar schon zur Schulzeit gesammelt haben. Was ist eigentlich ein indirekter Beweis? Einfachster Fall, man glaubt, dass eine Aussage wahr ist und will das beweisen, indem man zeigt, dass ihr Gegenteil falsch ist. Beziehungsweise etwas genauer, geht einmal vom Gegenteil der Aussage A aus, von dem man noch gar nicht weiß, ob es wahr oder falsch ist, und versucht dann durch zulässige Schlüsse zu einer sicher falschen Aussage zu kommen. Dann hält man auch das Gegenteil von A für falsch und somit die Aussage A selbst für wahr. Typisches Beispiel ist der Ihnen vielleicht aus der Schule bekannte Beweis, dass Wurzel aus 2 keine rationale Zahl sein kann. Man nimmt zunächst einmal an, Wurzel 2 sei eine rationale Zahl, dann müsste sich Wurzel 2 als Bruchzahl darstellen lassen. Da die Quadratwurzel einer positiven Zahl sowieso eine positive Zahl ist, könnte man im Zähler übrigens auch gleich n, also die natürlichen Zahlen, statt z, also den Ganzzahlen nehmen. Jetzt formt man das noch so um, dass auf beiden Seiten der Gleichung nur noch natürliche Zahlen stehen. Das heißt, man nimmt das mal n und anschließend quadriert man oder umgekehrt, kommt eh auf dasselbe raus. Links steht jetzt ein Produkt natürlicher Zahlen. Wenn man es ausrechnen würde, wäre das zwingend wieder eine natürliche Zahl. Und rechts steht auch ein Produkt natürlicher Zahlen, wenn man es ausrechnet, also wieder eine natürliche Zahl. Aber nicht irgendeine natürliche Zahl, sondern genau dieselbe wie links, sonst stände ja dazwischen eben kein Gleichheitszeichen. Und da ist dann jetzt der Widerspruch. 2 ist ja eine Primzahl. Es gibt da so etwas, das sich Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung nennt. Würde man die Zahlen links und rechts in alle ihre Primfaktoren aufspalten, so müssten links und rechts ganz genau dieselben Primzahlen in genau derselben Häufigkeit stehen. Das wird aber nicht klappen, weil jeder Primfaktor der Zahl n in der Zahl n² doppelt vorkommt und jeder Primfaktor von m kommt im m² doppelt vor. Links kommt er also entweder einmal, wenn er in n gar nicht vorkommt, oder in einer ungeraden Anzahl, wenn er in n vorkommt, kommt er ja in n² 2-mal, 4-mal, 6-mal und so weiter vor, also insgesamt 7-mal. Beziehungsweise auf der rechten Seite kommt er dann in gerader Anzahl vor, weil wenn ein m vorkommt, kommt er 2-mal, 4-mal, 6-mal, 8-mal Quadrat vor. Also, das kann insgesamt nicht stimmen. Der Primfaktor müsste links in gerader Anzahl, rechts in ungerader vorkommen. Das ist ein Widerspruch zur Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Deutlich häufiger als einfache Aussagen werden in der Mathematik Schlüsse bewiesen, also so etwas wie aus A folgt B oder wenn A, dann B. Das wird uns auch beim Induktionsschluss noch beschäftigen. Ein einfaches Beispiel für so eine Wenn-Dann-Aussage wäre, wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar. Diese Aussage kann man relativ leicht beweisen.
Dazu muss man nur formalisieren, was Teilbarkeit meint, also das irgendwie algebraisch ausformulieren. Durch 4 teilbar sein bedeutet, es gibt eine natürliche Zahl n, die man mit 4 mal nehmen kann, sodass unsere gesuchte Zahl x herauskommt. Durch 2 teilbar sein bedeutet, es gibt eine Zahl m, die man mit 2 mal nehmen kann, sodass auch unsere Zahl x herauskommt. Weil man aber 4 selbst ja als 2 mal 2 schreiben kann und dann eine 2 ausklammern oder herausheben, wie Sie sagen, findet man für jedes x, das man als 4 mal n schreiben kann, immer so eine Zahl m, nämlich einfach 2 mal n. Damit ist unsere Aussage auch schon direkt bewiesen. Was wir getan haben, wir sind mit dem Wenn-Teil der Aussage angefangen und haben so lange umgeformt, bis wir den Dann-Teil der Aussage herausbekommen haben. Es ist aber nicht immer so leicht möglich, deswegen gibt es auch hier einen indirekten Beweis für die Wenn-Dann-Aussage. Er ist etwas komplizierter als der indirekte Beweis einer einfachen Aussage. Es gibt nicht 2 Varianten davon. Aber erstmal wählen wir wieder so eine Wenn-Dann-Aussage, die wir beweisen wollen, aus. Wenn n² gerade ist, dann ist auch n gerade. Macht man auch deshalb indirekt, weil sich n² ist gerade nicht so leicht algebraisch formalisieren lässt, zumindest nicht so, dass man damit dann gut weiterrechnen kann. Die erste Variante ist jetzt der Beweis durch Widerspruch. Man nimmt an, es würde zwar der Wenn-Teil der Aussage stimmen, aber gleichzeitig wäre das Gegenteil vom Dann-Teil richtig. Und man zeigt dann, dass das auf eine falsche Schlussfolgerung führt. In unserem Beispiel heißt das, n ist ungerade, obwohl n² gerade ist. Okay, n² ungerade kann ich als n gleich 2k minus 1 mit k als natürlicher Zahl notieren. Daraus folgt dann aber, dass n² 2k minus 1 in Klammern zum Quadrat ist. Und wenn man das ein paar Mal umgeformt hat, sieht man, dass da insgesamt eben eine ungerade Zahl 2 mal m minus 1 herauskommt. Dieses m steht dafür, das was in der Zeile darüber in der Klammer steht. Das ist aber jetzt ein Widerspruch dazu, dass n² ja eine gerade Zahl sein sollte, womit dann unser indirekter Beweis einer Wenn-Dann-Aussage durch Widerspruch auch schon fertig ist. Eine nur ganz leichte Variation dieses Beweisprinzips ist der Beweis durch Kontraposition. Wir zeigen, dass aus dem Gegenteil des Dann-Teils, also nicht b, automatisch das Gegenteil des Wenn-Teils, also nicht a, folgt. Und wir gehen dann davon aus, dass wenn das stimmt, die ursprüngliche Wenn-Dann-Aussage auch schon richtig sein muss. Im Grunde ist das genau das, was wir links schon gemacht haben beim Beweis durch Widerspruch. Wir sind vom Gegenteil von b ausgegangen und sind dann letztlich beim Gegenteil von a gelandet. Der Unterschied ist nur, links sagen wir, aha, das ist also ein Widerspruch, also ist die ursprüngliche Aussage wahr. Rechts sagen wir, vom Gegenteil von b sind wir durch richtige Schlüsse beim Gegenteil von a gelandet. Da muss im Umkehrschluss aus a selbst aber auch zwangsläufig b folgen. In der folgenden Lektion werden wir uns mit den logischen Grundlagen dieser und ähnlicher Beweismöglichkeiten auseinandersetzen. Das kann, wie gesagt, etwas trocken werden und das wird auch eher grundsätzlich werden. Bleiben Sie bitte tapfer, denn das, was Sie in dieser Lektion über das Beweisen lernen, wird uns das ganze weitere Semester begleiten und Ihnen auf die eine oder andere Art auch in so ziemlich allen Mathematikvorlesungen wieder begegnen. Willkommen zum ersten richtigen Teil der Lektion, in dem wir uns mit 3 bzw. 4 Grundelementen mathematischer Beweise beschäftigen werden. Mengen, die man braucht, weil man meistens Aussagen über mehrere, oft sogar unendlich viele Objekte trifft. Aussagen bzw. Aussageformen, das ist dann das, was man über die Objekte zu beweisen versucht. Und dann diese All- und Existenzquatoren, weil man oft so etwas beweist wie für alle reellen Zahlen x gilt oder es gibt natürliche Zahlen, für die ... gilt. Ich hatte bereits in der Vorbesprechung dieser Lehrveranstaltung erwähnt, dass man Mengen, also um es mit Cantor zu sagen, Zitat, Zusammenstellungen von wohlunterscheidbaren Objekten unserer Anschauung, 2 verschiedene Arten darstellen kann. Indem man alle Elemente auflistet, was man auch aufzählende Schreibweise nennt,
und was abschließend natürlich nur für endliche Mengen funktionieren kann. Bei unendlichen Mengen behilft man sich dann mit so Pünktchen und hofft dann, dass derjenige, der das liest, darunter dasselbe versteht wie derjenige, der es hingeschrieben hat. Die andere Möglichkeit besteht darin, eine charakteristische Bedingung anzugeben oder genauer, man gibt eine Obermenge an, von der die gesuchte Menge, die man beschreiben will, eine Teilmenge ist und benennt die besondere Eigenschaft, die alle Elemente dieser Teilmenge haben. Auf der Folie sind zwei Beispiele oben. Die Teiler der Zahl 12, die aus der Menge der natürlichen Zahlen stammen und die man alternativ auch aufzählend aufschreiben könnte. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Das zweite Beispiel, die Menge aller Zahlenpaare reeller Zahlen, für die x² gleich y gilt, was gerade die Punkte auf der schulüblichen Normalparabel sind. Was sind nun Aussagen? Im Sinne der Aussagenlogik sind das Sätze, bei denen man eindeutig entscheiden kann, ob sie wahr oder falsch sind. Zum Beispiel 29 ist eine Primzahl. Da muss ich nur ausprobieren, ob ich eine kleinere Zahl als 29 finde, die nicht 1 ist und 29 ganzzahlig teilt. Wenn ich das nicht schaffe, ist die Aussage korrekt, wenn doch, wäre sie falsch. Reine Meinungsäußerungen oder Bewertungen mit schwammigem Charakter fallen als Aussagen aus. Wohns ist ein guter Dozent oder Lora ist lieb oder Duschen ist überbewertet. Wer legt denn da die Kriterien fest? Natürlich kommen angewandte Wissenschaften nicht darum herum, auch solche etwas schwammigen Sätze auf Stimmigkeit zu überprüfen. Aber dafür muss man dann in den Wissenschaften eben doch auch wieder ganz konkret Kriterien benennen. Man nennt das Operationalisierung, so dass man am Ende eben doch wieder etwas hat, wo man dann eindeutig sich einigen kann, ja, das trifft zu, nein, das trifft nicht zu. Aber grau ist alle Theorie. War das jetzt eigentlich eine Aussage? Egal, machen wir mal ein Quiz. Welche der hier gleich aufscheinenden Sätze ist Ihrer Meinung nach eine Aussage? Zur Auflösung. 1 bis 3 sind Aussagen, 1 und 2 sind sogar wahre Aussagen, 3 ist eine falsche Aussage. 4 ist eine Grußformel, bei der man nicht sagen kann, ob sie wahr oder falsch ist. Wissen Sie, ob sie ehrlich gemeint ist oder nicht, ja? Aber das ist keine Aussage. 5 ist insofern noch keine Aussage, als man x kennen müsste, um sagen zu können, ob das, was da steht, jetzt wahr oder falsch ist. Ähnlich ist es bei 6. Ich müsste wissen, welcher Tag mit heute gemeint ist, um das sicher entscheiden zu können. Solche sprachlichen Gebilde wie 5 und 6 gewissermaßen eine Variable beinhalten, nennt man auch Aussageformen. Eine Aussageform besteht aus der Zusammenfassung von gleichartigen Aussagen für Elemente einer Grundmenge. Nehmen wir mal das x plus 3 gleich 5. Da könnte die Grundmenge jetzt zum Beispiel die natürlichen Zahlen sein oder die ganzen Zahlen. Durch Einsetzen von einer bestimmten ganzen Zahl, zum Beispiel minus 2 oder plus 2, wird aus dieser Aussageform dann eine Aussage, bei der ich schauen kann, ob sie richtig ist oder falsch. Für minus 2 wird eine falsche daraus, für plus 2 eine richtige. Eine andere Aussageform wäre, x ist eine Primzahl. Ich könnte wieder verschiedene Zahlen für x einsetzen. Manchmal entsteht eine wahre, manchmal eine falsche Aussage. Der Zusammenhang zwischen Mengen und Aussageformen ist jetzt der folgende. Eine Menge wird charakterisiert durch die Angabe einer Grundmenge, aus der man die x herausholt, und einer Aussageform. Die Elemente der Menge sind dann genau die x, für die nach Einsetzen eine wahre Aussage entsteht. Auch hier nochmal unser Beispiel. Menge aller Primzahlen kann ich schreiben als Grundmenge natürliche Zahlen plus Aussageform x ist prim. Nennt eben diese Menge, die alle x enthält, für die eine Aussageform in eine wahre Aussage übergeht, auch die Erfüllungsmenge der Aussageform. Im Allgemeinen ist es nun so, dass man zur Beschreibung ein und derselben Menge durchaus verschiedene Aussageformen finden kann. Es ist egal, ob ich über den reellen Zahlen sage, dass x² kleiner gleich 2 sein soll, oder ob ich verlange, dass x zwischen Minuswurzel 2 und Pluswurzel 2 liegt.
Es ist egal, ob ich über den reellen Zahlenpaaren verlange, dass x hoch 3 gleich y ist oder dass x gleich der dritten Wurzel aus y ist. Solche Aussageformen, die über derselben Grundmenge dieselbe Erfüllungsmenge haben, nennt man auch äquivalente Aussageformen und notiert das dadurch, dass man zwischen beide so einen Doppelpfeil markiert. Den haben Sie jetzt unter Umständen schon mal zu Ihrer Schulzeit gesehen, wenn es um das Umformen von Gleichungen ging. Verwendet man dabei Äquivalenzumformung, dann ist es wirklich so, dass jede Zeile von so einer Umformung zur Zeile darüber und darunter eine äquivalente Aussageform darstellt. Wenn eine bestimmte Aussageform für alle Elemente einer Grundmenge erfüllt ist, dann nennt man diese auch allgemeingültig. Beispiele wären etwa x größer 0 für die Grundmenge natürliche Zahlen x oder x² größer gleich 0 für alle reellen Zahlen. Auch die binomischen Formeln a plus b in Klammern zum Quadrat ist gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat sind allgemeingültige Aussageformen. Ich habe jetzt mal nur die erste genommen. Eine Aussageform muss also nicht zwingend genau eine Variable enthalten. Können wir hier auch zwei oder mehrere Variablen enthalten. Angeschrieben werden diese allgemeingültigen Aussageformen oder Allaussagen, weil sie ja für alle einsetzbare Aussagen liefern, häufig mit so einem Allquantor. Statt anzugeben, dass die Erfüllungsmenge der Aussage A wieder die Grundmenge G ist, so haben wir das links hingeschrieben, schreibt man so ein umgedrehtes A, das man als für alle liest, hin. Rechts steht also, für alle x aus der Menge g gilt die Aussage a von x. Ist richtig. Manche Autorinnen und Autoren benutzen statt dem umgedrehten a auch so einen nach unten offenen Haken, der vom Zeichen für und abstammt, aber das kommt ja erst im zweiten Teil dieser Lektion dran. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Aussageformen, die über einer bestimmten Grundmenge gar nicht zu wahren Aussagen werden können. Diese Aussagenformen heißen unerfüllbar, ihre Erfüllungsmenge ist also die leere Menge. Ein naheliegendes Beispiel wäre hier etwa x² gleich minus 1 für alle x aus den reellen Zahlen. So richtig spannend ist sowas aber nicht. Wichtiger als nicht erfüllbare Aussageformen sind solche, deren Erfüllungsmenge mindestens ein Element enthält. Eine Aussageform, für die mindestens ein Element in der Erfüllungsmenge gegeben ist, nennt man auch Existenzaussagen. Man schreibt dann so ein umgedrehtes E hin und liest das als es gibt ein Element x aus g, für das a von x richtig ist. Ganz genau müsste man sagen, es gibt mindestens ein Element. Dürfen nicht durchaus auch mehrere sein. Auch hier gibt es wieder die zweite Schreibweise mit so einem nach oben offenen Haken, der stammt vom Zeichen für oder ab. Auch hier wieder ein paar Beispiele. Es gibt mindestens eine natürliche Zahl x, für die gilt, dass 2 ein Teiler von x ist. Nicht so unendlich viele solche Zahlen, aber das soll mal egal sein, sind ja jedenfalls auch nicht alle natürlichen Zahlen, für die das stimmt. Zweites Beispiel, es gibt mindestens eine rationale Zahl, für die gilt, 3 mal x ist gleich 2. In diesem Fall gibt es sogar genau eine, nämlich 2/3. Also auch eine wahre Existenzaussage. Dritte Existenzaussage wäre, wenn ich behaupte, es gäbe eine reelle Zahl x mit x² ist gleich minus 1. Das ist dann halt eine falsche Existenzaussage. Hier wird auch nochmal klar, dass durch das Hinzufügen von Quantoren aus Aussageformen tatsächlich Aussagen werden, also wieder Sätze, bei denen man entscheiden kann, ob sie wahr oder falsch sind. Und weil man das ja manchmal auch durch indirekte Beweise macht, müssen wir jetzt noch überlegen, wie das Gegenteil einer Aussage mit diesen beiden Quantoren jeweils ausschaut. Vornehm nennt man das Gegenteil bestimmen auch negieren oder die Negation bestimmen. Dabei gelten die folgenden Regeln. Erstens, das Verneinen einer Allaussage ergibt eine Existenzaussage mit der verneinten Aussageform. Das Gegenteil von für alle x aus g gilt a von x ist also, es gibt mindestens ein x aus g, für das a von x nicht gilt. Das ist jetzt ganz wichtig. Das Gegenteil ist eben nicht, dass a von x für alle x aus g nicht gilt.
Reicht tatsächlich ein einziger Versager x aus g schon aus. Und umgekehrt können Sie für unendlich viele x aus g herausfinden, dass a von x gilt. Damit ist immer noch nicht die Allaussage bewiesen, weil es eben ein einziges Element aus g nur braucht, um die Aussageform nicht mehr allgemeingültig zu machen. Zweitens, das Gegenteil einer Existenzaussage ist eine Allaussage mit der verneinten Aussageform. Das Gegenteil von es gibt ein x aus g, für das a von x gilt, ist also für alle x aus g gilt a von x nicht. Oder anders gesagt, für gar kein x aus g gilt a von x. Auch hier, das Gegenteil einer Existenzaussage ist nicht einfach eine andere Existenzaussage. Wenn Sie behaupten, dass es kein x aus g gibt, das a von x erfüllt, müssen Sie tatsächlich zeigen, dass für alle Elemente der Grundmenge a von x nicht erfüllt ist. Jetzt fehlt uns noch ein letztes Element, die Kombination von mehreren Quantoren in einer Aussage. Um mal ein alltägliches Beispiel zu nehmen, für gut sortierte Küchen sollte jedenfalls gelten, dass es für jeden Topf mindestens einen passenden Deckel gibt. Topf T, Deckel D. Mit Quantoren geschrieben, für alle T Element Topfmenge gilt, es existiert ein D aus der Deckelmenge, so dass D zu T passt. Die Reihenfolge der Quantoren, das ist jetzt ganz wichtig, ist nicht egal. Es existiert ein D in der Deckelmenge, für den gilt, für alle T aus der Topfmenge gilt, dass D zu T passt, wäre eine ganz andere Aussage, nämlich es gäbe dann mindestens einen speziellen Deckel, der tatsächlich für jeden Topf in der Küche passt. Und das ist ja eher unwahrscheinlich und jedenfalls ist es etwas anderes als die erste Aussage. Mit diesen nicht ganz ernst gemeinten Überlegungen zum Kochgeschirr wollen wir den ersten Teil der Lektion abschließen. Ordnen Sie den Aussagen links die passenden Zahlenmengen oben zu, die als Grundmenge passen, damit die Aussage korrekt wird. Erste Aussage: Für alle x aus der Grundmenge gilt x² größer als 0. Größer als ist wichtig. N0 können wir schon mal nicht nehmen, ne? Weil wenn wir N0 nehmen, dann wäre ja die 0 dabei. Genauso Z sollten wir auch nicht nehmen, da ist auch die 0 dabei. R sollten wir nicht nehmen, da ist die 0 dabei. Und C sollten wir nicht nehmen, da kriegen wir sogar negative Wurzeln. Also per einen Ausschluss bleiben dann übrig die natürlichen Zahlen N. Und was habe ich noch gesagt, wo es auch keine 0 dabei bei R plus, den positiven reellen Zahlen. Also hier können wir auch noch R plus dazugeben. Zweite Zeile, da haben wir jetzt ein kleiner gleich 0 für minus x². Da geht das N und das R plus natürlich wieder, weil da wäre es sogar kleiner als 0. Zusätzlich geht jetzt aber auch noch das N 0, ne, da wäre halt die 0 mit dabei. Es geht auch das Z und es geht auch das ganz R. Nur C dürfen wir nicht nehmen. Bei C, wenn Sie dann Imaginärteil haben, dann können Sie ja auch negative Quadratwurzeln haben. Und wenn Sie da wieder Minus vorsetzen, haben Sie dann eine positive Zahl. Also C darf hier nicht rein. Und damit haben wir auch gleich schon die Lösung mit angesprochen, eigentlich für dieses Beispiel hier. Weil dort steht ja jetzt, es gibt ein x in dieser Grundmenge, für das x² kleiner als 0 ist. Und das ist für die komplexen Zahlen gegeben, zum Beispiel einfach für die imaginäre Einheit i hätten wir ja dann i Quadrat gleich minus 1. Gut, also können wir hier hinschreiben, das erfüllt die Menge c, bei allen anderen Mengen passt das nicht. So, jetzt wird es komplizierter, zwei Quantoren. Für alle x aus der Grundmenge gibt es ein y, so dass x plus y gleich 0 ist. Das gibt es nur dann, dass x hier und das y, die bestehen in einer besonderen Beziehung. Das y ist ja einfach minus x. Wenn man das umformen würde, würde da stehen, y ist gleich minus x. Und Gegenzahlen gibt es in den natürlichen Zahlen nicht. Die gibt es in den natürlichen Zahlen mit der 0 nicht. Und die gibt es in R plus nicht. Sonst stimmt das aber. Also für z,
für er und für c ist das möglich. Damit ist das Beispiel gelöst. Gegeben ist die folgende Aussage über der Menge aller Töpfe und der Menge aller Deckel. Die hatten wir eigentlich eh schon in dem Lektionsteil. Für alle Töpfe gilt, es gibt einen Deckel, so dass der Deckel zum Topf passt. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, wie sieht die Negation aus? Die Negation kann man so bestimmen, dass man immer einfach hier ja, aus Allaussagen Existenzaussagen macht, aus Existenzaussagen Allaussagen und hier hinten das verneint. In unserem Fall wäre also die korrekte Antwort hier, es gibt ein T-Element Topfmenge, so dass für alle Deckel aus der Deckelmenge gilt, D passt nicht, ist ganz wichtig, zu T. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen was, wo steht, es gibt mindestens einen Topf. So, da haben wir eigentlich eh nur eins. Habe ich leicht gemacht Ihnen. Es gibt mindestens einen Topf, für den alle Deckel nicht passen. Es gibt mindestens einen Topf, alle Deckel, D passt nicht zu T. Es gibt mindestens einen Topf, für den alle Deckel nicht passen. Vielleicht noch Hinweis, im Video wechseln natürlich die Reihenfolgen in dem Interaktiven. So, nochmal sehr ähnlich. Gegeben ist die folgende Aussage über der Menge aller Töpfe wieder und der Menge aller Deckel. Es gibt einen Deckel, so dass für alle Töpfe der Deckel zum Topf passt. Das ist die Aussage, die hier steht. Wir brauchen wieder die Negation, also drehen wir wieder die Quantoren um. Für alle Deckel aus der Deckelmenge muss gelten, es gibt einen Topf in der Topfmenge, so dass D passt nicht zu T. So, jetzt müssen wir wieder schauen. Wir brauchen was, wo steht für alle. Für alle Deckel und dann es gibt mindestens einen Topf. Ah, da habe ich es Ihnen diesmal schwerer gemacht. Da haben wir zwei Sachen und das Richtige ist, auf den der Deckel nicht passt. Das ist das Gegenteil. So, also wenn es nicht einen Deckel gibt, der zu allen Töpfen passt, dann muss es so sein, dass es für alle Deckel so ist, dass es mindestens einen Topf gibt, auf den der Deckel nicht passt. Ja, damit haben wir es. Willkommen zum zweiten Teil der Lektion, in dem wir uns mit Aussagenlogik und Mengenalgebra zumindest so weit beschäftigen werden, wie es für das Verständnis gängiger Beweisverfahren nötig ist. Aussagenlogik und Mengenalgebra sagen uns dabei, wie man mit Aussagen und Aussageformen in einem bestimmten Sinn rechnen kann. Dieser Sinn ist ein übertragener, man sagt auch vornehmer, statt rechnen operieren. Das Operieren mit Mengen und Aussagen ist beim Beweisen wichtig, weil man beim Beweisen aus schon bekannten als wahr akzeptierten Aussagen neue Aussagen als wahre Aussagen ableiten möchte. Und dafür muss man wissen, welche Schlüsse zulässig sind. Solche Schlüsse bestehen gerade in der Kombination von Aussagen durch bestimmte Operationen mit Aussagen. Und um die wird es im Folgenden gehen. Die Operationen auf Aussagen und Aussageformen nennt man auch Junktoren. Beginne dabei mit den drei Junktoren, die indirekt schon öfter vorkamen. Man kann eine Aussage A verneinen, vornehmen Negation, schreibweise ist so ein Haken vor dem A. Man kann zwei Aussagen A und B mit einem und verbinden, vornehmen Konjunktion, schreibweise ist der nach unten offene Haken zwischen den beiden Buchstaben. Schließlich, man kann zwei Aussagen A und B mit einem sogenannten nicht ausschließenden Oder verbinden. Vornehm Disjunktion, schreibweise ist der nach oben offene Haken. Was da nicht ausschließend bei dem Oder meint, kommt sofort. Formal definiert man jedenfalls, was diese kombinierten bzw. negierten Aussagen ausmachen, durch sogenannte Wahrheitstafeln oder Wahrheitstabellen. Jede Aussage kann entweder wahr oder falsch sein. Hat man jetzt zwei Aussagen, A und B, ergeben sich vier Fälle. A ist wahr, B ist wahr, A ist wahr, B ist falsch, A ist falsch, B ist wahr, A ist falsch, B ist falsch. Negation, also das Gegenteil von A, ist offenbar genau dann wahr, wenn A falsch ist und umgekehrt. Hier hätte auch eine Tabelle mit zwei Zahlen gereicht, sondern nur ein bisschen zu faul, jetzt extra zwei getrennte Tabellen zu machen.
Wenn ich meine, dass die Aussage A und B richtig ist, dann ist das wohl nur dann der Fall, wenn beide einzelnen Aussagen richtig sind. In allen anderen Fällen ist die Aussage falsch. Die Aussage A oder B ist für die meisten von uns schon mal ganz eingängig dann richtig, wenn entweder A richtig und B falsch ist oder A falsch und B richtig. Etwa wenn Sie fragen, möchten Sie Tee oder Kaffee trinken und dann antwortet jemand Tee, dann hat derjenige indirekt auch den Kaffee verneint. Das wäre das Ausschließen. Das logische Oder ist aber so ein nicht ausschließendes. Oder-Aussage ist auch dann noch richtig, wenn beide Teilaussagen richtig sind, also dieser Mensch so dreist wäre und dann Tee und Kaffee trinken würde, obwohl Sie nur nach Oder gefragt haben. Wieder an einem Alltagsbeispiel, wenn jemand Sie fragt, möchten Sie noch etwas essen oder trinken, dann meint er vielleicht wirklich, dass es auch okay ist, wenn Sie dann was essen und was trinken. Aber es wäre auch noch mit Ja beantwortet, wenn Sie nur etwas essen oder nur etwas trinken wollen. Und mathematisch macht das sehr oft Sinn zu sagen, okay, der Unfall soll da auch dazu gehören. Etwa sage, eine Zahl ist durch 2 oder 3 teilbar, dann ist es ganz gut, dass ich den Fall mit akzeptiere, dass die Zahl durch 6 teilbar ist, also durch 2 und 3. Das macht dann einiges einfacher. Ich hatte jetzt schon gesagt, dass Junktoren Operationen auf Aussagen bzw. Aussageform darstellen. Wie bei der Addition von 2 Zahlen eine neue Zahl entsteht, so entsteht bei der Verbindung von 2 Aussagen mit so einem Junktor auch wieder eine neue Aussage. Und auch für Junktoren als Operationen gibt es dann Rechenregeln bzw. Rechengesetze und sogar einen ganzen Sack voll. Neben dem von Rechnen mit Zahlen ohnehin gewohnten Gesetzen wie Kommutativgesetz, Assoziativgesetz, Distributivgesetz tauchen hier auch einige Dinge auf, die man vielleicht ganz kurz mal erläutern sollte. Zum Beispiel haben wir da dieses Neutralitätsgesetz 6. Steht, wenn man das mal übersetzt, verbindet man eine Aussage A, von der man noch nicht weiß, ob sie wahr oder falsch ist, mit einer beliebigen wahren Aussage durch ein Und, so hat diese neue kombinierte Aussage denselben Wahrheitswert wie die Aussage A. Ist also die Aussage A wahr, dann ist auch die Gesamtaussage wahr. Ist die Aussage A falsch, ist auch die Gesamtaussage falsch. Und rechts steht, verbindet man so ein A mit unbekanntem Wahrheitswert mit einer beliebigen falschen Aussage durch ein logisches Oder, so hat diese Aussage ebenso wieder denselben Wahrheitswert wie die Aussage A. Bei Absorption und Komplementarität muss man das im Grunde genauso lesen. All diese Regeln kann man jetzt jeweils über Wahrheitstafeln auch beweisen. Ich mache das im Folgenden mal für die dritte Regel, das Distributivgesetz, an der virtuellen Tafel, weil das ist auch einer der kompliziertesten Fälle, weil man da 3 Aussagen hat, also sogar 8 Unterfälle unterscheiden muss. Also das erste Distributivgesetz. Jetzt bauen wir relativ viele Zeilen in unserer Tabelle. Fangen wir mal an. Also hier sagen wir mal A und jetzt müssen wir, und hier sagen wir B. Mal sehen, dass ich das immer schön mache. Und dann sagen wir hier C. Jetzt gibt es mal den Fall, dass A wahr ist, dass B wahr ist, dass C wahr ist. Dann gibt es wieder den Fall, dass A wahr ist, dass B wahr ist, dass C ist falsch. Dann gibt es den Fall, dass A ist wahr, dass B ist falsch, dass C ist wahr. Dann gibt es den Fall, dass A ist wahr, dass B ist falsch, dass C ist falsch. Dann gibt es als nächstes den Fall, dass A ist falsch, dass B ist wahr, dass C ist wahr. Dann gibt es als nächstes den Fall, dass A ist falsch, dass B ist falsch, das B sollte ich nochmal wahr machen, so, das C ist falsch. So, jetzt gibt es den nächsten Fall, ist wieder das A falsch, jetzt wird das B falsch, jetzt ist wieder das C wahr, das hier ist falsch, das hier ist falsch und das hier ist falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Fälle haben wir da. So. Du, ganz hier rüber geht das. Jetzt brauchen wir da die Teilaussagen, die wir alle zeigen sollen. Wir sollen zum Beispiel zeigen A und B oder C. Also brauchen wir auf jeden Fall mal die Aussage B oder C. B oder C.
Für B oder C, dass es immer dann wahr, wenn eins von diesen beiden mindestens wahr ist. Erste Zeile ist das schon mal wahr. Zweite Zeile ist das auch wahr. Dritte Zeile ist das auch wahr. Vierte Zeile sind B und C falsch, ist das falsch. Hier sind die beiden falsch. Nächste Zeile ist wieder, sind sogar beide wahr, ist egal, ist das wahr. Hier ist auch wieder eins von beiden ist wahr, hier ist auch wieder eins von beiden ist wahr und letzte Zeile sind wieder alle falsch, da ist das falsch. So, jetzt können wir uns anschauen, A und B oder C. Ja, das ist ja die nächste Aussage. Die Und-Aussage ist wahr, wenn das A wahr ist und hier steht ein wahr. Müssen wir also schauen. Also hier sind die beiden wahr, ist das wahr. Hier sind die beiden wahr, ist das wahr. Hier sind die beiden wahr, ist das wahr. Hier sind die beiden nicht wahr, da ist eins von beiden falsch, ist das falsch. Hier ist es auch eins von beiden falsch, ist das falsch. So, jetzt brauchen wir eigentlich nicht weiter gucken. Hier vorne ist das A immer falsch. Da unten passiert nichts mehr, da ist das immer falsch. So, wir suchen jetzt, damit das hier hinten stimmt, müsste das also sein, dass für diese Gesamtaussage das auch so ist. Erste drei sind wahr und ab dann immer falsch. Schauen wir mal. Müssen wir wieder die Teilaussagen hinschauen. Also erste Teilaussage ist A und B. A und B. Ist wieder nur wahr, wenn beides wahr ist. Hier ist beides wahr, ist das wahr. Hier ist beides wahr, ist das wahr. Hier ist eins von beiden falsch, ist das falsch. Hier ist eins von beiden falsch, ist das falsch. Hier ist eins von beiden falsch, ist das falsch. Jetzt unten ist immer das A falsch. Da können wir immer ein F hinschreiben. Nächste Teilaussage, A und C. A und C. Aufpassen. A und C ist hier wahr. Da ist es falsch. Hier ist es wahr. Hier ist es falsch. Und jetzt ist wieder immer A falsch. Das heißt, da können wir auch überall ein falsch hinschreiben. So, und jetzt kommt die letzte Aussage, die kombinierte A und B oder A und C. So, jetzt müssen wir gucken, die beiden und die da mit einem oder verknüpft, das heißt, mindestens eine davon muss wahr sein. Hier ist das wahr, da ist auch eine von beiden wahr, ist das wahr, hier ist auch eine von beiden wahr, ist das wahr und darunter sind lauter F'se, 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 F'se. So, und jetzt werden wir mal scharf hinschauen. Hier ist es wahr, hier ist das wahr. Und hier ist das falsch. Und hier ist das falsch. Und das sind auch genau die zwei, wo wir zeigen wollten, die sind gleich. Gleichheit und oder Äquivalenz bedeutet eben, dass die Wahrheitstafeln genau gleich sind. Und das ist hier der Fall für A und in Klammern B oder C, beziehungsweise für in Klammern A und B oder A und C. Machen wir da auch noch die Klammer. Ein weiteres Beispiel, etwas einfacher zum Mitmachen, folgt dann im Übungsabschnitt dieses Teils der Lektion. Operationen von Aussagen haben nun auch Entsprechungen im Bereich der Mengenlehre. Als Komplement einer Menge A bezüglich der Grundmenge G bezeichnet man die Menge G ohne die Menge A. Das sind gerade alle Elemente von G, die nicht in A enthalten sind. Dem entspricht auf der Seite der Aussagenlogik die Negation. Ich suche die Elemente, für die die Aussageform, das Element X ist in MA enthalten, eine falsche Aussage ist. Der Konjunktion von Aussagen, also dem UND, entspricht die Bildung eines Durchschnitts von zwei Mengen. Ich suche genau jene Elemente, für die die Aussageform X ist Element von MA und die Aussageform X ist Element von MB eine wahre Aussage ergibt. Disjunktion von Aussagen, also das logische Oder, entspricht bei den Mengen der Vereinigungsmenge. Für die Menge der Vereinigungsmenge ist jedenfalls richtig, dass x ein Element von MA oder x ein Element von MB ist. Und auch nicht ausgeschlossen, dass es ein Element von beiden ist, so in der Schnittmenge liegt. Auch zur Vereinigungsmenge und zum Durchschnitt je ein Beispiel.
Der Grenzfall einer Hyperbel, also alle Punkte xy mit x² minus y² ist gleich 0, ist genauso ein Kreuz, das aus den beiden Winkelhalbierenden der Quadranten, also den geraden y ist gleich x und y ist gleich minus x besteht. Man kann die eine Menge daher als Vereinigungsmenge der beiden anderen schreiben. Wobei es da auch nicht stört, dass der Punkt 0, 0 in beiden von diesen vereinigten Mengen herinnen ist. Zweites Beispiel, beim Lösen eines linearen Gleichungssystems machen Sie nichts anderes, als den Durchschnitt der Lösungsmenge der beiden einzelnen Gleichungen zu ermitteln. Auf dieser Folie habe ich für Sie noch einmal die Zusammenhänge von Aussageformen, Junktoren, Mengen und Mengenoperationen zusammengestellt. Liegt jetzt nahe anzunehmen, dass für diese Mengenoperationen auch genau dieselben Rechengesetze gelten wie für die Junktoren, also diejenigen, die ich in Satz 2.2 zusammengestellt habe. Dafür gehe ich noch mal kurz an die virtuelle Tafel. Also, das für die Operationen von Mengen, die wir definiert haben, also geschnitten, vereinigt und Komplement beziehungsweise G ohne M, kann man da auch schreiben, wenn G die Grundmenge ist. Dasselbe gilt an Rechengesetzen wie für diese Aussagenlogik. Dass das stimmt, das ist eigentlich klar, weil Sie immer denken können, wenn hier die Aussage A steht, ist das die Aussage X ist Element von A. Da steht also X ist Element von A und X ist Element von B, ist dasselbe wie X ist Element von B und X ist Element von A. Und dem würde jetzt in der Mengenschreibweise einfach entsprechen, dass wir da hinschreiben, A geschnitten B ist gleich B geschnitten A. Und so weiter und so fort. Das klappt hier immer, das klappt hier immer, klappt hier immer. Und jetzt bei sechstens wird es ein bisschen schwierig. Bei sechstens müssen wir hinschauen. Bei sechstens steht ja die Aussage, x ist Element A, okay, aber dann steht und eine wahre Aussage. Was ist denn eine Aussage, die immer wahr ist? Na, eine Aussage, die immer wahr ist, ist die Aussage, x ist Element der Grundmenge. Also steht da eigentlich die Aussage, x ist Element der Grundmenge und x ist Element A ist dasselbe wie x ist Element A. Und wenn ich das jetzt wieder übertrage in die Mengenschreibweise, dann steht da im Grunde genommen nichts anderes als A geschnitten mit der Grundmenge ergibt wieder A. Ja, weil da geht nichts kaputt, weil alle Elemente, die in A drin sind, sind sowieso in der Grundmenge auch drin. Und so ähnlich ist das auch hier bei der falschen Aussage. Da steht ja x ist Element A. Und dann eine Aussage, die sicher falsch ist, soll mit oder verknüpft werden. Dann nehmen wir x ist Element A oder x ist Element der leeren Menge. Die leere Menge hat aber gar keine Elemente und deswegen ist das dann eh wieder dasselbe wie x ist Element A. Da kommt also nichts zusätzlich dazu. Also kann man sagen, A vereinigt mit der leeren Menge ist dasselbe wie A. Ja, und jetzt hier für Absorption und Komplementarität funktioniert das wieder genauso oder für die doppelte Negation, da sind das alles Aussagen, wo immer wenn hier ein W steht, ist das eine Aussage über die ganze Grundmenge und wenn da ein F steht, ist das eine Aussage über die leere Menge. Also nicht die leere Menge ist gleich die Grundmenge, nicht die Grundmenge ist gleich die leere Menge und so weiter und so fort. Wir kommen zu den Implikationen. So nennt man vornehm diese Wenn-Dann-Aussagen, also zum Beispiel, wenn x durch 4 teilbar ist, dann ist x auch durch 2 teilbar. Streng genommen müsste man da sagen, für alle natürlichen Zahlen x gilt, wenn x durch 4 teilbar ist, dann ist x auch durch 2 teilbar. Die Idee ist jetzt, auch diese Wenn-A-Dann-B-Aussagen als zusammengesetzte Aussagen aus A und B zu betrachten, also den Folgefall dazwischen als neuen Junktor herzunehmen, den wir durch eine Wahrheitstafel bestimmen. Frage ist jetzt, was gehört in die Zeilen der Tafel? Wir machen das jetzt immer parallel mit am Beispiel. Wenn A und B wahr sind, ist offenbar auch die Wenn-Dann-Aussage wahr. In unserem Beispiel, wir haben eine Zahl A ausgewählt, die durch 4 teilbar ist, Aussage A, die sollte dann also auch durch 2 teilbar sein, Aussage B. Also setzen wir das auf wahr. Wenn A wahr und B falsch ist, würde die Wenn-Dann-Aussage falsch sein.
Wenn unsere Aussage allgemeingültig sein soll, dürfen wir ja offenbar keine Zahl finden, die zwar durch 4 teilbar ist, Aussage A, aber nicht durch 2 teilbar wäre, Aussage B. Also setzen wir das hier auf falsch. Jetzt kommt der etwas schwer verdauliche Teil. Wenn A falsch ist, dann ist es eigentlich egal, was mit B passiert. Die Wenn-Dann-Aussage ist dann trotzdem noch richtig. Also schreiben wir da gleich ein W rein. Im Beispiel wird deutlich, warum das passt. Wenn Sie irgendeine Zahl auswählen, die gar nicht durch 4 teilbar ist, also Aussage A falsch ist, dann ist das völlig egal, ob diese durch 2 teilbar ist, also ob Aussage B gilt. Sie werden Zahlen finden, die sind nicht durch 4 teilbar, die sind aber durch 2 teilbar, zum Beispiel 2 und 6. Sie finden aber auch welche, die sind nicht durch 4 teilbar, die sind aber auch nicht durch 2 teilbar, zum Beispiel die 3 und die 5. Beides muss zugelassen werden, damit die Aussage A folgt B, wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar ist, richtig ist. Wir müssen also tatsächlich in beide Zeilen jetzt für A folgt B ein W herein notieren. Mithilfe dieser Wahrheitstafel können wir jetzt die Beweisverfahren begründen. Beim direkten Beweis stellen wir sicher, dass wir uns in der ersten Zeile bewegen. Mit wahren Schlüssen wird gezeigt, dass man für alle x von a von x ist wahr nach b von x ist gleich wahr gelangen kann. Die Widerlegung einer falschen Implikation bewegt sich in der zweiten Zeile. Dass die Aussageform, wenn a von x wahr ist, dann ist auch b von x wahr, nicht allgemeingültig ist, bedeutet, wir finden wenigstens einen Versager x, für den die Aussage b von x falsch ist und gleichzeitig die Aussage a von x wahr. Für die indirekten Beweise durch Kontraposition oder durch Widerspruch schauen wir uns die Wahrheitstafeln der entsprechenden Aussagen an. So, die habe ich hier jetzt schon fertig vorausgefüllt. Vorletzte Spalte, nicht a oder b, gehört zum Beweis durch Widerspruch. Die letzte Spalte, nicht B, daraus folgt nicht A, gehört zur Kontraposition. Da aber die letzten drei Spalten in allen 4 Zeilen identische Wahrheitswerte aufweisen, sind alle drei Aussagen logisch gleichwertig. Man darf daher, wenn man eigentlich für alle x zeigen will, aus A folgt B, stattdessen die Kontraposition beweisen, für alle x folgt aus nicht B, nicht A. Oder aber man beweist die Aussage, für alle x gilt nicht A oder B. Oder man zeigt, dass es kein einziges x geben kann, für das A gilt und gleichzeitig gilt nicht B. Damit sind dann alle Beweisverfahren, die wir in der Motivation drin hatten, formal abgesichert. Zu einigen sprachlichen Varietäten im Deutschen. Für wenn A, dann B Aussagen gibt es eine Reihe von synonymen sprachlichen Ausdrücken, die Sie hier auf der Folie finden. Etwa aus A folgt B oder aber A ist hinreichend für B oder auch B ist notwendig für A. Auf dieser Folie finden Sie einige Beispiele für Implikationen. Ich will mal nur das erste näher erläutern. Da steht, wenn M1 eine echte Teilmenge von M2 ist, dann hat M1 auch eine geringere Kardinalität, also eine kleinere Anzahl von Elementen. In dieser Richtung stimmt das offenkundig. Die Umkehrung gilt aber nicht. Wenn M1 weniger Elemente als M2 hat, muss M1 noch lange keine Teilmenge von M2 sein. Könnte ja als M1 zum Beispiel die Zahlenmenge mit den Elementen 1 und 2 hernehmen, und als Menge M2 nehme ich dann die Zahlenmenge mit den Elementen 3, 4 und 5 her. Da hätte M2 zwar auch mehr Elemente als M1, M1 wäre aber keine Teilmenge von M2. Da kommt es halt manchmal zu Verwechslungen. Denn was immer gilt, wenn eine Implikation richtig ist, gilt auch ihre Kontraposition. Wenn also M2 weniger oder gleich viele Elemente wie M1 hat, dann ist M1 sicher keine echte Teilmenge von M2. Es ist ganz wichtig, die Umkehrung und die Kontraposition sauber voneinander zu unterscheiden.
Denn Implikationen, für die auch ihre Umkehrung richtig sind, sind nochmal eine Nummer für sich. Das sind die sogenannten Äquivalenzaussagen. Dass die Aussage A zur Aussage B äquivalent ist, bedeutet anders gesagt, nämlich, dass sowohl die wenn A dann B Aussage richtig ist, als auch die wenn B dann A Aussage. Je nach Aussage kann es dabei sogar nötig sein, dass man beide Richtungen auch wirklich getrennt beweisen muss. Auch hier haben sich wieder verschiedene Sprechweisen eingebürgert. Neben dem direkten, also A ist äquivalent zu B, gibt es auch A genau dann, wenn B oder A dann und nur dann, wenn B oder A ist notwendig und hinreichend für B. Und weil ja A und B äquivalent sind, können Sie jetzt sogar überall noch den Buchstaben A und B austauschen, also zum Beispiel sagen, B genau dann, wenn A. Hier erneut ein paar Beispiele für solche Äquivalenzen. Und bitte merken Sie sich, dass eine Aussage und ihre Umkehrung gleichzeitig wahr sind, ist ein Spezialfall der Implikation, der als solcher auch extra zu beweisen ist. Kontraposition einer wenn A, dann B Aussage, also wenn nicht B, dann nicht A, die ist logisch gleichwertig zur Ursprungsaussage, die sind also immer entweder beide wahr oder beide falsch. Umkehrung einer Aussage ist aber logisch unabhängig von der ursprünglichen Implikation. Es können beide wahr sein, es können beide falsch sein oder es ist nur eine von beiden wahr, die andere ist falsch. Alle Fälle sind möglich. Auf der Folie finden Sie auch einige Beispiele dazu aus dem Bereich der Algebra. Und für die visuellen Typen nochmal als Bild, die jeweils eingekringelten Aussagen sind hier logisch gleichwertig. Also Kontrapositionen voneinander. Aber was rechts und links von diesem Doppelpfeil steht, das sind Umkehrungen, die sind logisch unabhängig und deswegen auch für sich einzeln zu beweisen. Zum Abschluss dieses zweiten Teils der Lektion sei dann noch auf den Zusammenhang zwischen Teilmengenrelation und Implikation bzw. Äquivalenz hingewiesen. Dass die Menge A eine Teilmenge der Menge B ist, bedeutet, dass für jedes Element der Grundmenge die Implikation, wenn x Element von A ist, dann ist x auch Element von B, wahr ist. Man schreibt das mit diesem Haken und dem Strich darunter, weil es da auch den Fall der Gleichheit gibt, der mit drin ist. Nach dieser Definition ist nämlich insbesondere auch B eine Teilmenge von B. Außerdem nennt man B die Obermenge von A, wenn A eine Teilmenge von B ist. Die Gleichheit zweier Mengen kann man dann mit der Äquivalenz definieren. Wenn für jedes Element der Grundmenge gilt, dass x genau dann ein Element von A ist, wenn es auch ein Element von B ist, dann sind beide Mengen gleich. Praktisch zeigt man das oft durch gegenseitige Inklusion, also dadurch, dass man beide Implikationen getrennt zahlt. Also erst nachweist, dass A eine Teilmenge von B ist und außerdem weist man danach nach, dass B eine Teilmenge von A ist. Es verbleibt noch, den Begriff der echten Teilmenge festzulegen. Das kann man so machen, dass man sagt, A ist eine echte Teilmenge von B, wenn A eine Teilmenge von B ist, aber A nicht gleich B ist. Dann schreibt man das auch mit diesem Haken ohne einen Strich darunter. Kehren wir nochmal kurz an die virtuelle Tafel zurück, um zu klären, wie das für eine echte Teilmenge auf Elementebene eigentlich ausschaut. Was bedeutet die echte Teilmenge auf Basis der Elementebene? Ich muss diese beiden Dinge hier auf die Elementebene führen. A ist eine Teilmenge von B bedeutet, x ist Element A, daraus folgt, x ist Element B und zwar gilt das für alle x in der Grundmenge. Zweiter Teil der Aussage, nicht A ist gleich B. A ist gleich B ist mal das erste. A ist gleich B bedeutet x Element A genau dann, wenn x Element B und zwar auch wieder für alle x Element G. Und diese Aussage, die kann man noch wieder aufteilen. Das ist ja eigentlich, ist das eine zweiteilige Aussage, nämlich das ist eigentlich die Aussage, für alle x Element G gilt, x ist Element A, daraus folgt,
x ist Element b. Und das ist andererseits auch noch die Aussage, für alle x Element g gilt, x ist Element von b, genau dann, wenn x ist Element von a. Diese Aussage muss ich aber jetzt verneinen. Also hier steht eigentlich das hier und das. Wenn ich das verneine, die morgensche Regel, wird daraus ein Oder. Und ich muss jetzt die Einzelaussagen verneinen. Also die verneinte Aussage heißt, es gibt ein x-Element von g, für das gilt, x ist Element von a und x ist nicht Element von b. Das ist ja hier das Gegenteil dieser Aussage. X ist Element a, daraus folgt x ist Element b. Hier ist jetzt die Behauptung, x ist Element a. Und, das und sollte ich richtig ummalen, es gibt aber auch ein x, was nicht in b enthalten ist. Das kann aber nicht sein, weil das hier verlangen wir ja auch. Also dieser Teil fällt aus, das ist sicher unerfüllbar. Jetzt schauen wir den unteren Teil an. Es gibt ein x-Element g, für das gilt, x ist Element von b und x ist nicht Element von a. Der Teil ist erfüllbar. Jetzt schauen wir uns insgesamt an, was die Aussage da auf Elementebene bedeutet, nämlich für alle x der Grundmenge gilt, x ist Element von a, daraus folgt stets, x ist Element von b, aber, könnte man jetzt sagen, es gibt Elemente x in der Grundmenge, für die gilt, x ist Element von b und x ist nicht Element von a. Und das ist auch genau das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, das ist eine echte Teilmenge. Ich mache mal das Venn-Diagramm hin. Eine echte Teilmenge bedeutet doch, hier außen liegt das b, hier innen drin liegt das a. Das heißt, jedes x, was hier in dem a drin ist, ist automatisch auch in dem b drin. Ja, wenn sie hier drin sind, sind sie automatisch auch in dem großen drin. Aber wenn es eine echte Teilmenge ist, da gibt es eben hier außen auch noch x, die zwar in b drin sind, aber die gerade nicht in a drin sind. Und durch das formale Negieren der Quantoren sind wir auch genau zu dieser Aussage gekommen. Das ist also als Definition komplett richtig. Damit sind wir auch am Ende des zweiten Vorlesungsteils der Lektion angelangt. Erstes Beispiel Beweis der ersten de Morgan'schen Regel, die steht hier oben. Nicht A oder B ist dasselbe wie nicht A und nicht B. Ich habe Ihnen freundlicherweise hier einen Großteil der Wahrheitstabelle bereits ausgefüllt. Jetzt mussten wir gucken, nicht A oder B, das ist immer das Gegenteil von der Spalte A oder B. Es geht also sehr schnell, falsch, 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 wahr. So, jetzt müssen wir gucken, nicht A und nicht B. Das wird nur genau dann wahr, wenn sowohl nicht A als auch nicht B wahr ist. Sonst ist das immer falsch. So, jetzt gucken wir mal. Nicht A und nicht B sind beide falsch, dann ist das falsch. Nicht A und nicht B, eins ist falsch, eins ist wahr, dann ist das falsch. Nicht B und nicht A, wahr, falsch, auch falsch. Und letzte Zeile, nicht A und nicht B sind beide wahr, ist das wahr. Damit stimmen hier wieder in allen Zeilen stimmen diese Spalten überein. Deswegen sind die beiden Aussagen, die da stehen, äquivalent. Oder man kann auch sagen, das ist das Gleiche und damit haben wir die erste de Morgan'sche Regel bewiesen. Die symmetrische Differenz von zwei Mengen ist definiert als A ohne B vereinigt mit B ohne A. Ich werde das jetzt mal etwas anmalen, damit man besser sieht, was da was ist. A ohne B, das ist dieser Teil hier. Alles, was hier so drin liegt. Und B ohne A, das ist genau dieser Teil hier. Alles, was hier so drin liegt. Ich male jetzt nicht das Ganze aus. Alles, was schraffiert ist und in dieser Hälfte ist, das ist B ohne A. Und wenn man das vereinigt, nennt man das die symmetrische Differenz. Die kann man auch anders darstellen, aber nicht alle Darstellungen hier unten sind korrekt. Gehen wir die mal im Einzelnen einfach
durch und schauen, was davon korrekt ist. Erster Fall steht hier A geschnitten B ohne irgendwas. A geschnitten B ist genau der Teil hier in der Mitte drin. Wenn ich davon noch irgendwas wegnehme, das kommt nicht hin. A geschnitten B ohne A vereinigt B. Wenn ich von der Schnittmenge noch die Vereinigung abziehe, dann bleibt da gar nichts übrig. Das ist also hier Unfug. Das ist falsch. Nächster Fall. A vereinigt mit B, also hier die ganze 8 quasi, alles was da drin ist, da wäre der Teil auch noch dabei. Und jetzt ohne die Schnittmenge, also wieder dieses Auge in der Mitte herausgeschnitten. Das kommt genau hin, das ist richtig, richtig. Nächstes, das ist jetzt etwas ulkig hingeschrieben mit so X-Elementzeichen. Das Omega ist irgendwie gar nicht erklärt. Omega ist das ganze Universum. Also alle Punkte, die hier irgendwo liegen, sind Omega. Jetzt steht hier, aha, die Menge ist wieder Obermenge, das ganze Mengenuniversum, alle Elemente, die irgendwo rumschwirren. Und von denen werden, an die werden jetzt aber Bedingungen gestellt, nämlich X ist aus A oder X ist aus B. Ja, also irgendwie wieder bin ich jetzt wieder in der 8 insgesamt drin. Aber zusätzliche Bedingung und X ist nicht in der Schnittmenge drin. Ja, das ist aber genau dieselbe Darstellung wie eine Zeile weiter drüber. Das ist also richtig. Und jetzt noch letzte Zeile. Sie ahnen schon was. Da steht jetzt alle Elemente, für die gilt, X ist in der Schnittmenge drin und X ist nicht in der Vereinigungsmenge drin. Da habe ich sie wieder veräppelt. Das ist ja wieder die leere Menge. Also das ist auch falsch. Damit ist die symmetrische Differenz gelöst. Implikationen und Äquivalenzen. Sie sollen entscheiden, welche logische Beziehung zwischen Aussage A und Aussage B jeweils besteht. Das Dreieck ABC ist rechtwinklig und für das Dreieck ABC gilt A² plus B² ist gleich C². Ja, wenn Sie jetzt ganz streng sind, ja, dann könnten Sie noch sagen, ja, Herr Fohns, Sie müssen aber noch sagen, wo da was ist. Also hier oben soll der rechte Winkel sein, da das C, da das A, da das B. Ja, dann ist das schon mal in die eine Richtung richtig. Und in der Elementargeometrie werden Sie auch noch lernen, ja, die andere Richtung ist aber auch richtig. Wenn a² plus b² gleich c² gilt, dann ist auch das Dreieck rechtwinklig. Hier gehört also der Doppelpfeil hin, das ist eine Äquivalenzaussage. Nächste Frage. Die Dezimalbruchdarstellung von x durch n bricht ab. Wenn die abbricht, ja, dann muss das immer so sein, dass ich hier hinten irgendwas schreibe, das ein Vielfaches von 10 ist. Es ist also darstellbar immer als 10 hoch n. Wenn ich natürlich kann ich dann hier oben noch was dran multiplizieren. Also wenn wir jetzt mal ein Viertel nehmen, ja, dann, um das hinzukriegen, ein Viertel, ja, das müsste ich jetzt mal 5 nehmen, dann würde da stehen 5 Zwanzigstel. Und 5 Zwanzigstel kann ich auch noch wieder schreiben als, ja, dann nehme ich jetzt noch weiter mal, dass ich auf der 100 bin. Das muss ich jetzt also nochmal mal 5 nehmen. Dann steht da 5 mal 5 Hundertstel. Also ist das gleich 0,25. So, also diese Richtung stimmt dann, weil wenn hier zum Beispiel steht ein Drittel, dann bringen Sie das gar nicht hin. Also wenn hier unten irgendetwas steht, was nicht ein Teiler von 10, von 100, von 1000 ist, ja, dann kriegen Sie das nie hin. Diese Richtung stimmt also und umgekehrt stimmt die Richtung auch. Das ist also auch wieder eine Äquivalenzaussage. Nächste Aussage können ja wohl hoffentlich nicht alles Äquivalenzaussagen sein. Wenn die Summe a, b eine gerade Zahl ist, dann sind a und b ungerade Zahlen. Das ist offensichtlich Quatsch, weil ich kann ja zum Beispiel schreiben 2 plus 4, das ist gleich 6 und 2 und 4 sind aber beides gerade Zahlen. Aber umgekehrt ist das richtig. 3 plus 5, da kommt 8 heraus. So, und wenn Sie nehmen wir mal was anderes, 7 plus 11, da kommt 18 heraus. Das ist immer so, weil Sie können sich das so wieder in so Spalten ja vorstellen, wenn Sie eine ungerade Zahl haben. Ja, haben Sie lauter so Zweierspalten und irgendwo hängt einer über. Und bei der anderen ungeraden Zahl ist das genauso. Lauter Spalten, das ist der gerade Anteil und dann hängt einer über. Und wenn Sie die zusammengeben, dann hängt aber nichts mehr über. Dann ist da was gerade. Also in diesem Fall stimmt nur die Richtung von B nach A, aber die umgekehrte Richtung stimmt nicht. So, jetzt gucken wir mal weiter. X ist ein Vielfaches von 100.
dann ist x auch ein Vielfaches von 5. Ja, das stimmt, weil 100 ist ja selber gleich 20 mal 5. Also ist jede Zahl, die ein Vielfaches von 100 ist, da wird ja nur noch ein x dran multipliziert, ist dann auch ein Vielfaches von 5. Umgekehrt ist das aber nicht richtig, weil ich könnte ja zum Beispiel als Vielfaches von 5 auch 5 mal 2 ist gleich 10 nehmen und 10 ist aber kein Vielfaches von 100. Willkommen zum dritten und letzten Teil der Lektion, der wie schon bei der ersten Lektion etwas kürzer ausfällt, weil hier die Binsenweisheit stimmt, Übung macht den Meister. Man kann nur so viel vorab erklären und dazu gehört zum Beispiel die Logik des Beweisprinzips, die ich versuche Ihnen näher zu bringen. Ich werde dann auch noch zwei etwas unterschiedlich gelagerte Aussagen, eine Gleichung und eine Ungleichung damit beweisen und dann gebe ich auch noch zwei wichtige Folgerungen aus dem Beweisprinzip an, die wir im Verlauf der Veranstaltung hier und da noch benutzen werden. Und dann heißt es letztlich üben, 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 denn auch bei Induktionsbeweisen steckt der Teufel oft im Detail. Das heißt, Ihnen ist zwar klar, was Sie zeigen sollen, Ihnen ist auch klar, dass das mit Induktion funktionieren sollte, aber Sie finden eben die richtigen Umformungen für den sogenannten Induktionsschritt oder Induktionsschluss einfach nicht. Dafür gibt es zwar auch ein paar allgemeine Strategien, aber die besprechen wir dann besser in der Übungs- und Fragestunde, wo Sie dann ja auch direkt Rückfragen stellen können. Im Beweisverfahren der vollständigen Induktion liegt insgesamt das Schlussschema zugrunde, das Sie hier auf der Folie sehen. Also einem Schlussschema hat man immer zunächst einmal Prämissen, die stehen oberhalb dieser schwarzen durchgezogenen Linie. Das sind Aussagen, von denen man schon weiß oder voraussetzt, dass sie wahr sind. Und man hat eine Konklusion, die steht unter der Linie. Das Schlussschema behauptet dann, wenn die beiden Prämissen richtig sind, dann muss die Konklusion gelten. Bei der vollständigen Induktion hat man zwei Prämissen. Erstens, A von 1 ist eine wahre Aussage. Mit der vollständigen Induktion beweist man Aussagen über natürliche Zahlen. A von 1 bedeutet, die Aussage, bei der man eigentlich zeigen möchte, dass sie für alle natürlichen Zahlen stimmt, stimmt jedenfalls schon mal, wenn man sie an der Zahl 1 überprüft. Zweitens, für alle natürlichen Zahlen gilt, wenn die zu beweisende Aussage für die Zahl n stimmen würde, dann würde sie auch immer für die Zahl n plus 1 stimmen. Aus diesen beiden Prämissen glaubt man dann die Konklusion folgern zu können, also dass die Aussage in der Tat für alle natürlichen Zahlen richtig ist. Die Idee dahinter ist die von sich gegenseitig umschmeißenden Dominosteine. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass in einer Reihe von n Dominosteinen alle wirklich umfallen, dann müssen Sie sicherstellen, dass der erste Dominostein umfällt, das ist Prämisse 1, und dass sichergestellt ist, Prämisse 2, dass wenn der n-te Dominostein umkippt, dann auch immer der nächste, also n plus erste Dominostein umfällt. Ganz wichtig bei der zweiten Prämisse, die man auch Induktionsschluss oder Induktionsschritt nennt, beweist man ausdrücklich nicht, dass die Aussage für die Zahl n richtig ist. Beziehungsweise in unserem Metapher, man weiß dann nicht, dass der n-te Stein umfällt. Was man beweist, ist die Wenn-Dann-Aussage. Wenn die Aussage für die Zahl n stimmen würde, dann würde sie auch immer für die Zahl n plus 1 stimmen. Oder wieder in der Metapher gesagt, man überprüft, ob jeder Stein den nächsten Stein auch umstoßen sollte. Etwa dadurch, dass man sicherstellt, dass die Abstände nicht zu groß sind. Aber man hat damit noch nicht wirklich überprüft, ob tatsächlich alle Steine umfallen. Erst zusammen mit der ersten Prämisse, die man den Induktionsanfang nennt, wird wirklich sichergestellt, dass die Aussage für alle natürlichen Zahlen korrekt ist, beziehungsweise dass alle Dominos umfallen. Weil, wenn die Aussage für die Zahl 1 stimmt und gleichzeitig die zweite Prämisse richtig ist, also die Aussage immer auch für den Nachfolger n plus 1 einer Zahl n gilt, dann muss die Aussage ja für die Zahl 2 stimmen. Und wenn die Aussage für die Zahl 2 stimmt, dann muss die Aussage ja wegen Prämisse 2 auch für die Zahl 3 stimmen. Und so weiter und so fort. Jetzt geht das also wirklich immer weiter und man hat kein Argument zu glauben, dass das bei irgendeiner Zahl abbricht. Also sagt man, okay, die Aussage ist dann wirklich für alle natürlichen Zahlen richtig. Praktisch beweist man beim Induktionsbeweis also zwei Dinge. Erstens, die zu beweisende Aussage stimmt,
wenn man statt n 1 anschaut. Zweitens, wenn man probeweise annimmt, dass die Aussage für n stimmen würde, dann kann man durch zulässige Schlüsse, das sind sehr, sehr oft Umformungen von Termen, Gleichungen oder Ungleichungen, also durch solche zulässigen Schlüsse kann man dann zeigen, dass sie auch für n plus 1 gilt. Dieser zweite Teil ist immer noch etwas, was von n abhängt, also ganz allgemein bewiesen werden muss. Ist aber bei vielen Aussagen über natürliche Zahlen leichter zu zeigen, dass, wenn diese für eine Zahl n als richtig angenommen werden, man dann auch von der Richtigkeit für n plus 1 ausgehen muss, als dass man direkt beweist, dass die Aussage für alle natürlichen Zahlen n korrekt ist. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal in zwei ausgearbeiteten, etwas unterschiedlich funktionierenden Beispielen an. Beispiel 1 ist der absolute Klassiker, Summenformeln. Von denen gibt es eine ganze Reihe und wir nehmen mal den bekanntesten Fall her. Wenn man die ersten n natürlichen Zahlen aufaddiert, dann kommt als Summe n mal n plus 1 halbe heraus. Die Summe 1 plus 2 plus 3 plus und immer so weiter bis 98 plus 99 plus 100 ergibt dann etwa 100 mal 101 halbe, das wären 5050. Wie beweist man das? Man beginnt mit einem Induktionsanfang. Also stimmt diese Gleichung, wenn man rechts und links von Gleichheitszahlen für n immer die Zahl 1 einsetzt? Schauen wir mal nach. Etwas aufpassen müssen wir bei der linken Seite. Da steht jetzt gar nicht 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus nochmal plus 1, sondern da gehört nur ganz eine einsame 1 dahin. Weil, aufpassen mit der Pünktchenschreibweise. Die Pünktchenschreibweise soll uns ja sagen, addiere die ersten n natürlichen Zahlen. Und wenn man nur die erste eine natürliche Zahl hat, dann ist das nur die 1 und dann ist man mit Aufaddieren schon fertig. Wirklich etwas einsetzen muss man also nur rechts. Steht also 1 mal in Klammern 1 plus 1 durch 2, das ist 2 halbe bzw. 1. Induktionsanfang ist also gegessen. Es kommt links und rechts vom Gleichheitszeichen dasselbe heraus, wenn man die 1 einsetzt. Jetzt folgt der Induktionsschritt oder Induktionsschluss. Aus a von n folgt stets a von n plus 1. Nochmal zur Wiederholung. Wir müssen zeigen, dass wenn die Aussage für ein beliebiges n richtig wäre, sie dann auch automatisch für seinen Nachfolger richtig ist. Wir nehmen also mal für einen Moment hypothetisch an, dass unsere Summenformel für eine beliebige, aber feste Zahl n korrekt ist. Nennt man auch die Induktionsvoraussetzung, abgekürzt als IV. Zeigen müssen wir jetzt, dass die Aussage dann auch korrekt ist, die entsteht, wenn wir uns statt der Zahl n die Zahl n plus 1 anschauen. Also setzen wir jetzt oben überall für n die Zahl n plus 1 ein und dann schaut das so aus, wie es eben auf der Folie hier steht. Um das jetzt zu beweisen, gibt es drei Wege, von denen einer von Studierenden häufig bevorzugt wird. Der ist aber logisch eigentlich der schwindeligste, deswegen beginne ich mal mit den anderen beiden. Möglichkeit 1, man beginnt mit der gesamten Gleichung für an, so wie sie auf der Folie steht. Jetzt machen wir immer Gleichungs- und Formung, so lange bis die Gleichung für an plus 1 herauskommt. Möglichkeit 2, wir beginnen mit der linken Seite der Aussage für an plus 1, also nur diesem 1 plus 2 plus Punkt, 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 n plus 1. Und formen das so um, dass wir erkennen, da steckt eigentlich 1 plus 2 plus n drin. Dann ersetzen wir aufgrund der ersten Gleichung dieses 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n durch die rechte Seite der Aussage für an. Und dann hoffen wir, dass wir noch weitere Termumformungen so machen können, bis wir bei der rechten Seite der Gleichung von an plus 1 herauskommen. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber oft die beste Möglichkeit und in dem Beispiel machen wir es auch gleich so. Vorher noch Möglichkeit 3. Sie beginnen mit der gesamten Gleichung, wie sie dafür n plus 1 steht und formen das jetzt immer so lange um, bis am Ende die Gleichung für an rauskommt. Wenn Sie jetzt im Teil zur Aussagenlogik zugehört haben, müssten schon die Alarmglocken schrillen. Dann hat man nämlich eigentlich bewiesen, dass aus an plus 1 stets an folgt. Das ist aber die Umkehrung dessen, was man eigentlich zeigen sollte. Und die Umkehrung einer Implikation kann ja stimmen, selbst dann, wenn die Implikation falsch ist. Dann hätten wir aber Mist gebaut. Dass man Möglichkeit 3 trotzdem meistens benutzen kann, liegt einfach daran, dass man sich ja beim Umformen von der Gleichung bewusst auf Äquivalenzumformungen beschränken kann.
dann beweist man eigentlich sogar die Aussage, genau dann, wenn an plus 1 richtig ist, ist auch an richtig. Man beweist also eigentlich mehr als nötig. Wir nehmen aber E-Möglichkeit 2, wir fangen mit der linken Seite von an plus 1 an und rechnen so lange rum, bis uns irgendwann die rechte Seite von an plus 1 vor die Füße fällt. Erste Zeile, wir formen so um, dass wir sehen, dass in der linken Seite von an plus 1, also 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n, e die linke Seite von an 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n drinsteckt. Zweite Zeile, wir ersetzen jetzt dieses 1 plus Punkt, 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 Punkt plus n durch die rechte Seite, also benutzen wir die Induktionsvoraussetzung, deswegen schreiben wir das da unter das Gleichheitszeichen. Also aus 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n wird n mal n plus 1 halbe, bleibt noch ein plus n plus 1 übrig. Das müssen wir jetzt noch umformen, so dass am Ende n plus 1 mal n plus 2 halbe herauskommt. Also bringen wir mal erstmal das n plus 1 auf denselben Nenner, also mal 2. Und dann erkennt man hoffentlich, dass n mal n plus 1 plus 2 mal n plus 1 halbe dasselbe ist wie n plus 1 mal n plus 2 halbe. Das ist ja nur ein bisschen umsortieren, also das n plus 2 wieder herausheben. Als zweites Beispiel schauen wir uns mal eine bekannte Ungleichung an. Für alle natürlichen Zahlen ist 1 plus x hoch n größer oder gleich 1 plus n mal x, falls x größer als minus 1 ist. Das ist die sogenannte Bernoulli-Ungleichung und die ist wichtig, unter anderem für Grenzwertbeweise in der Analysis. Wir schauen zunächst mal, ob für n1 auf beiden Seiten alles in Butter ist. Setzt man das ein, kommt links raus 1 plus x und rechts kommt auch 1 plus x raus. Das ist also gleich. Und wenn etwas gleich ist, ist es auch größer gleich. Also der Induktionsanfang passt. Jetzt habe ich wieder die Aussage für n plus 1 hingeschrieben. Also die Ungleichung 1 plus x hoch n plus 1 ist größer gleich 1 plus in Klammern n plus 1 mal x. Aber ich habe die linke Seite oben hingeschrieben auf meiner Tafel, ja, und das 1 plus n plus 1 mal x ganz unten. Mein Ziel ist es jetzt wieder, so lange mit diesem 1 plus x hoch n plus 1 rumzurechnen, bis ich unten auf das 1 plus in Klammern n plus 1 mal x komme. Der erste Schritt ist jetzt wieder, ich hebe einmal 1 plus x heraus, dann bleibt 1 plus x hoch n mal 1 plus x stehen. Zweiter Schritt, dafür kann ich ja jetzt wieder nach Induktionsvoraussetzung sagen, dass das größer oder gleich 1 plus n mal x ist. Das stimmt ja immer noch, wenn ich da jetzt auch noch 1 plus x heranmultipliziere auf beiden Seiten. Jedenfalls, wenn ich weiß, dass das x größer als minus 1 ist. Wenn das jetzt kleiner als minus 1 wäre, hätte ich ein Problem, weil dann würde sich genau das größer Gleichzeichen ja in ein kleiner Gleichzeichen umdrehen, weil ich mit einer negativen Zahl beide Seiten multipliziert hätte. Dritter Schritt, Ausmultiplizieren des Terms. Das ergibt 1 plus n mal x plus n mal x². Da bin ich eigentlich schon fertig. 1 plus n mal x plus x ist wieder nach Herausheben von n plus 1 genau gleich 1 plus n plus 1 mal x. Steht da noch so ein deppertes n mal x Quadrat dabei, das stört aber überhaupt nicht. X Quadrat ist ja für alle reellen Zahlen positiv oder gleich 0, also nicht negativ. Und mit einer natürlichen Zahl n mal genommen ist das immer noch nicht negativ. Somit ist aber das, was in der vorletzten Zeile steht, immer entweder größer oder gleich dem, was in der letzten Zeile steht. Und ich wollte ja auch nur größer gleich beweisen. Ich bin also mit dem Induktionsbeweis dieser Ungleichung jetzt fertig. Übungsteil dieser Lektion und in der Übungssitzung folgen dann noch weitere Beispiele zur Induktion. Hier schließe ich mit zwei wichtigen Eigenschaften der natürlichen Zahlen, die man mit dem Induktionsprinzip beweisen oder aus ihm ableiten könnte, wobei wir uns die Beweise jetzt aus Zeitgründen nicht anschauen. Die erste Eigenschaft ist das Wohlordnungsprinzip. Jede nicht leere Menge von natürlichen Zahlen, die durchaus auch unendlich viele Elemente haben darf, hat ein kleinstes Element. Für Bruchzahlen wäre das Quatsch. Die Menge aller Stammbrüche 1 durch n hat zum Beispiel sicher kein kleinstes Element. Wenn Sie das n immer größer machen, wird ja der Stammbruch immer kleiner. Für natürliche Zahlen stimmt die Aussage aber immer. Für
weitere Beweise kann man das dann auf zwei unterschiedliche Arten nutzen. Die eine Möglichkeit ist der unendliche Abstieg. Angenommen, es gibt keine Lösung, also eine Aussage ist falsch und Sie wollen das beweisen. Dann funktioniert das manchmal bei natürlichen Zahlen dadurch, dass Sie aus der Annahme der Existenz einer Lösung folgern, dass es dann immer auch eine kleinere Lösung geben müsste. Und das kann in den natürlichen Zahlen nicht funktionieren. Denn Sie kämen ja irgendwann notwendig bei der 1, beziehungsweise wenn Sie diese moderne Definition der natürlichen Zahlen hätten, spätestens bei der 0 an, und dann können Sie keine kleinere Lösung finden. Wenn so ein unendlicher Abstieg also möglich ist bei einer konstruierten Lösung, dann kann es keine Lösung eigentlich geben. Umgekehrt können Sie sagen, kleinster Verbrecher, angenommen eine Aussage ist eigentlich richtig, Sie nehmen jetzt an, es gibt zu dieser Aussage aber ein Gegenbeispiel und können jetzt zeigen, dass es in diesem Fall aber dann immer möglich wäre, noch ein kleineres Gegenbeispiel zu konstruieren, dann kann das auch wieder in den natürlichen Zahlen nicht stimmen, weil sich spätestens irgendwann bei 0 oder 1 ankommt. Hört sich jetzt erstmal schwierig an, aber wir werden das dann in einzelnen Fällen sehen, wo wir diese Beweisprinzipien benutzen. Das können Sie jetzt erstmal ruhen lassen. Sie selber müssen da direkt nichts mit beweisen in den Übungen. Zweite bekannte Eigenschaft, die traue ich Ihnen auch in den Übungen zu, das Schubfachprinzip, manchmal auch Taubenschlagprinzip oder Englisch Pigeonhole Principle genannt. Wenn Sie n plus 1 Kugeln auf n Fächer bzw. n plus 1 Tauben auf n Taubenschläge verteilen wollen, da gibt es wenigstens ein Fach bzw. einen Taubenschlag, in dem mehr als eine Kugel bzw. mehr als eine Taube landen muss. Kann man auch noch weiter verallgemeinern, wie es auf der Folie oben steht, nämlich für a mal n plus 1 Kugeln, wo dann in jedem Fach mindestens a Kugeln landen müssen. Zum Beispiel, wenn in einer Vorlesung 37 Studierende sitzen, dann haben in wenigstens einem Monat mindestens 4 Studierende Geburtstag, weil die Umkehrung höchstens 3 Studierende in jedem Monat, das würde ja nur bis höchstens 36 Studierende funktionieren. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende des Vorlesungsteils, des dritten Teils angelangt. Aufgabepunktmuster, die hat jetzt eigentlich noch nicht direkt was mit der Induktion zu tun. Wir wollen aber nachher diese Aussage mit Induktion beweisen, die hier unten dann hinkommt. So, schauen wir mal. Erste Frage, wie viele Punkte kommen immer dazu? Ja, hier kommt ein Punkt dazu, da kommen 3 Punkte dazu, da kommen 5 Punkte dazu, da kommen 7 Punkte dazu. Hier kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte dazu. 1, 3, 5, 7, 9. Da muss man jetzt irgendwie nicht lange überlegen, dass da 11 dazu kommen. Es kommen nämlich, wenn man das sich mal anders anschaut, kommt immer hier 1, 2, 3, 4, 5. Die kommen auf jeden Fall dazu. Und es kommen wieder diese 1, 2, 3, 4, 5 dazu. 5 also plus 5. Und hier in der Ecke sitzt aber auch noch einer. Also kommen da 11 dazu. 11 Stück werden wir dazulegen. Also hier ist schon mal die Antwort 11. Und jetzt ist die Frage, wie viele Plättchen liegen da insgesamt? Ja, das haben Sie vielleicht erkannt, das ergibt immer die Quadratzahlen. 1, 4, 9, 16, 25 oder anders gesagt 1 Quadrat, 2 Quadrat, 3 Quadrat, 4 Quadrat, 5 Quadrat und das nächste Bild wird dann wohl 6 Quadrat sein. Also hier kommen 6 Quadrat ist gleich 36 Plättchen hin. So, wie schaut das jetzt bei n aus? Naja, wenn ich jetzt mal nicht hier 5 hingeschrieben hätte, sondern hätte hier hingeschrieben n und hier oben ist ein 1, dann sieht man ganz gut, aha, das schaut aus, als kämen da 2n plus 1 dazu. Jetzt muss man aber noch aufpassen, die hier außen ich hingemalt habe, da ist das ja hier eigentlich das n minus 1. Und hier ist das auch das n minus 1, weil die roten liegen ja erst beim 6er-Bild da. Also habe ich eigentlich 2 mal n minus 1 plus 1. Und wenn man das ausrechnet, ist das 2n minus 1. Also hinzu kommen 2n minus 1 Plättchen oder, na nix oder, ich bin damit schon fertig, nur der hintere Teil, der ist leichter, da kommt einfach die n Quadrat hin. Damit ist das Beispiel gelöst.
Der Induktionsbeweis. Da habe ich Ihnen ja im Moodle Vorgaben schon hingegeben, welche Terme Sie da hinschieben sollen. Wir lösen den jetzt mal, ohne dass da irgendwas hingeschoben ist. Genau nach der Methode, die ich vorher erklärt habe. Ich muss jetzt hier einfach anfangen mit der linken Seite der Aussage für an plus 1. Die kann ich schnell mal hinschreiben. 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus und jetzt wieder das eingesetzt. Dann steht hier 2n plus 1. Warum 2n plus 1? 2 mal in Klammern n plus 1 minus 1. Wenn man das auflöst, ist das 2n minus 1. Weil hier steht ja plus 2 plus 1 plus 1. So, da habe ich das. So, jetzt muss ich noch aufpassen. Ich will ja die Induktionsvoraussetzung benutzen. Also schreibe ich das wieder etwas anders hin. 1 plus 2 plus 2 plus plus 2n minus 1 plus dann 2n plus 1. Na, hier keine Klammer hin. Hier gehört die Klammer hin. So. Und jetzt kann ich wieder sagen, aha, hierfür kann ich die Induktionsvoraussetzung benutzen und das durch n² ersetzen. Dann steht da n² plus 2n plus 1. Und da haben Ihnen in der Schule die Lehrer brav die binomischen Formeln beigebracht. Die braucht man meistens nämlich zum Umformen rückwärts. Das ist dasselbe wie n plus 1 Quadrat. Und auch wieder, wenn Sie jetzt hier für das n plus 1 einsetzen, steht da ja n plus 1 Quadrat. Also ist tatsächlich mit diesen zwei Umformungen der Induktionsbeweis bereits fertig. Die Sockenkiste. Die Sockenkiste ist eigentlich nicht direkt ein Fall für die Induktion, sondern für das Schubfach. Prinzip. Sie haben 10 graue, braune und 10 blaue einzelne Socken und jetzt ziehen Sie da blind heraus. Wie viele Socken müssen Sie herausnehmen, um garantiert zwei gleichfarbige Socken zu haben? Naja, Sie haben eine Farbe, Sie haben zwei Farben, Sie haben drei Farben. Wenn Sie jetzt vier Socken ziehen, haben Sie auf jeden Fall eine doppelt. Zweite Frage, zwei graue Socken, wenn Sie die sicher haben wollen, schlimmstenfalls ziehen Sie erst 10 braune und dann 10 blaue heraus, dann haben Sie schon 20 rausgezogen. Ziehen Sie noch eine raus, haben Sie sicher eine graue. Ziehen Sie noch eine raus, haben Sie zwei graue. Also brauchen Sie, um sicherzustellen, dass das passiert, 22 Socken.